Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, oder besser gesagt zu einem Fix von Apex Legends. Und zwar gilt das Ganze nur, wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, ja? Und zwar gibt's das Problem, dass Apex dauernd abschmiert. So, und wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, dann gibt es vielleicht hier eine Lösung. Problem sieht folgendermaßen aus. Ihr seid schön am Zocken und dann passiert das hier. Ich sehe sie. Ja, auf der Brücke, ja. Wieder abgeschmiert. Ich hasse den Scheiß hier langsam, aber sicher. So, und hier kommt auch schon die Lösung. Und zwar müsst ihr euren Treiber downgraden auf die Version am besten, denn die funktioniert. Ich habe es vorher auch nicht geglaubt. Nein, genau wie ihr. Ich habe es einfach probiert und jetzt funktioniert es. Hier, 417.71, die Version funktioniert. Da habt ihr jetzt folgendes Problem, wenn ihr normal auf die Nvidia-Seite geht und sucht hier, ja, für eure Grafikkarte. Selbstverständlich müsst ihr nicht meine Grafikkarte einstellen, sondern eure, ja. Wenn ihr auf Suchen klickt, dann bekommt ihr nur den neuesten Treiber. Deswegen benutzt den Link hier. Den füge ich euch unter dem Video ein und hier könnt ihr dann auch eure Grafikkarte einstellen. Machen wir mal. So. Englisch wollen wir nicht, wir wollen deutschen Treiber haben. Zack. Und jetzt gehen wir auf Suche starten. What the fuck? Gut. Jetzt gehen wir auf Suche starten. Also, und dann sind die Resultate. Zack. Seht ihr. Und das ist der neueste Treiber, den hatte ich drauf. Den hatte ich auch drauf. Aber der ist der Treiber, der uns voranbringt. Damit können wir wieder zocken. Ohne Absturz. Jawohl. So, jedenfalls bei mir. Dazu müsst ihr jetzt erstmal den Kram deinstallieren. Jawohl. Na, sonst geht das nicht. Die Leute, die wissen, wie es geht, kein Problem. Die Leute, die es nicht wissen, öffnet die Systemsteuerung. Geht auf Programme und Features und geht dann hier auf Nvidia und deinstalliert die Treiber. Ja, zack, deinstallieren. Wenn ihr deinstalliert habt, will er neu starten. Dann startet er neu und dann findet er den nächsten Treiber, der da drunter ist. Jetzt sei denn, ihr habt vorher deinstalliert. Habt ihr das? Nein, habt ihr nicht. Deswegen, wenn ihr deinstalliert habt, will er Neustart machen, dann startet ihr neu, dann müsst ihr ein bisschen warten und dann findet ihr einen älteren Treiber. Den müsst ihr auch noch deinstallieren. So lange, bis die Versionsnummer kleiner ist als die 417.71. Ist es dann der Fall, dann könnt ihr euren Treiber 471 installieren und bumte, Apex Legends funktioniert wieder problemlos. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte Daumen nach oben, jawohl, wenn es für euch funktioniert, Daumen hoch, ja, und wem es nicht funktioniert, bitte schreibt es drunter. Wie gesagt, das ist nur die Lösung für Nvidia-Grafiktreiber. Bei mir hat es geholfen, ich bin gespannt, also ich habe es ja gelesen und selber nachgeguckt, bei vielen hat es geholfen und bei mir hat es auch geholfen. Das Ganze jetzt in Deutsch, das gab es auch schon in Englisch als Video, aber ja. Nicht jeder kann den ganzen Kram verstehen. Deswegen jetzt die deutsche Erklärung dazu. Ja, ich wünsche da noch viel Spaß beim Apex-Zocken. Viel Erfolg und ja, Abo da lassen, dann sieht man sich wieder. Ne? In diesem Sinne, habe die Erde. Tschüss. So Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Wollt ihr mich unterstützen, gebt bitte ebenfalls einen Daumen nach oben. Oder abonniert am besten gleich meinen Kanal Mr. Helm. Jede Menge geiler Videos zur Auswahl, wie ihr seht. Wir sehen uns. Abonniert. Tschüss.